Hessen ist nicht gerade ein Problembezirk. Beschaulich, ländlich, man kennt sich, man spricht Deutsch. Wer zum ersten Mal hier ist, fragt sich, sieht so wirklich eine Problemschule aus? Die Fenster sind geschmückt, selbst in den Ferien ist der Schulhof zum Spielen geöffnet. Und doch gab es an der Grundschule ein Gewaltproblem. So massiv, dass die Lehrer im Februar allen Eltern einen Brief schrieben. Die Problematik äußert sich im Unterrichts- und Pausengeschehen in extremer körperlicher Gewalt. Körperverletzungen anderer Schüler, dem Nichteinhalten bekannter Verhaltensregeln, Sabotage des Unterrichts durch permanente Störungen und Schlägereien, unerlaubten Verlassen des Unterrichts. Extreme körperliche Gewalt unter Grundschülern? Viele Eltern waren schockiert, auch Mandy Besel. Vor einem Monat machte die Elternvertreterin den Lehrerbrief öffentlich, damit sich Szenen wie diese nicht wiederholen. Ja, er wird ein Junge verhauen von einem anderen Jungen, bei dem gleichen Alter, bei dem in der gleichen Klasse. Und als der Junge schon auf dem Boden liegt, wird ihm noch in den Rücken getreten. Das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Und dieser Junge hat Angst, in die Schule zu gehen. Und wie alt waren die beiden? Erste Klasse. Nach dem Aufschrei rund um die Gewaltschule auf dem Land will sich kein Lehrer mehr äußern. Dabei habe es keinen Maulkorb von oben gegeben, sagt das Bildungsministerium und ergänzt, im Meldesystem für besondere Vorkommnisse sei kein einziges Gewaltdelikt verzeichnet. Trotzdem werde den Lehrern und Schülern in Hessen jetzt geholfen. Einer davon ist Erik, 9 Jahre alt. Wir treffen ihn zufällig mit seiner Mutter. Sie gibt zu, auch ihr Sohn mache den Lehrern Probleme, wenn auch eher durch Weglaufen als durch Schläge. Vieles wird einfach zu hoch aufgebauscht, ist meine Meinung. Klar, es gibt diese Rabauken, aber es sind Jungs und Jungs. Wieso eine Betonung von mir? Ja, weil wieso? Du so ein Rabauke bist. Also ich sage jetzt mal, es ist teilweise doch, sag ich mal, zu hoch gehängt. Dann erklärt uns Erik, warum er manchmal lieber wegrennt, als sich provozieren zu lassen. Ich war halt traurig und wollte die Kinder ja nicht gefährden. Aber auch ein verschwundener Schüler stresst die Lehrer. Wer soll ihn suchen? Wer die Klasse beaufsichtigen? Ohnehin gäbe es zu wenige Lehrer an der Grundschule. Davor warnten die Eltern schon vor 10 Monaten in diesem Brief. Eine Antwort von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident kam nie. Die Wut vieler Lehrer auf die Politik beschreibt die Gewerkschaft. Selbst bei schwierigsten Fällen müssten sie 6 Wochen auf einen Schulpsychologen warten. Manchmal wäre in einem solchen Fall auch eine 1-zu-1-Betreuung ganz gut, aber das kann keine Lehrkraft einfach alleine schaffen. Und insofern muss die Unterstützung her. Es muss anderes Personal an die Schulen. Wir brauchen multiprofessionelle Teams und wir brauchen auch sozusagen die schnelle Eingreiftruppe, die bei ganz besonderen Problemen uns dann eben auch hilft, und zwar schnell hilft. Im Dorf Hessen kam solche Hilfe nicht schnell genug. Jetzt ist der Ruf der Schule erstmal ramponiert. Weit ab von Problembezirken und Migration brauchte es offenbar den Hilferuf der Lehrer, damit das Gewaltproblem überhaupt ernst genommen wird.